Das schneit nicht alle raus.
Yeah. That's a good thing, but it's a good thing.
Rheinland bekannt. Es war weniger als Zuckerrübe, sondern unsere Vorfahren und Vorvorfahren nutzten eine Knollenpflanze, die zuckerhaltig war aus medizinischen Gründen. Man hat also Zucker zur Desinfektionshilfe und so weiter genutzt. Vor etwa 300 Jahren wurde die Bedeutung der Zuckerrübe stärker. Man hat sie hier im Rheinland wie in einigen anderen guten Bodenregionen als Viehzucker angebaut. Die Zuckerrübe als zuckerhaltige Pflanze war eigentlich gar nicht im Fokus. Man hat das Blatt geschätzt und hat um diese auszumachen, ich zeige Ihnen gleich, wie die früher ausgemacht wurde, bis zur Industrialisierung, hat eine Familie so einen Streifen Rüben am Tag. Heute, der Rode war gestern, vorgestern hier. Jetzt können Sie sich vorstellen, warum das eine ganze Tagesleistung war. Rüben von Hand zu ziehen und dann zu ernten. Wie hat man sie dann geerntet? Man hat die Rüben mit einer Hand genommen und dann das Blatt auf einen Haufen. So. Aus diesen wenigen Handgriffen ist zu erkennen, was das für eine Mühsal war. Und das kam ein deutscher Wissenschaftler auf den mit dem Namen Pomritz dann auf die Idee, 1912, dass man nicht die Rübe und Blatt zusammen erntet, sondern doch erstmal das Blatt erntet und dann im zweiten Schritt die Rübe. Mit diesem simplen Verfahren schaffte plötzlich ein Betrieb die zehnfache Erntemenge. Man muss sich das mal vorstellen. Allein mit diesem simplen Trennen, Blatternte, Rübenernte, war das möglich. Wir können Ihnen jetzt heute nicht alle Stufen zeigen. Wir haben alle von 1801 bis 1850 alle Gestellflüge, alle, die Sie nicht als Zugtiere missbrauchen wollen, machen wir das mit dem Blätter. Wir machen dies sogar mit einem riesen Sprung.
Schritte drauf fahren.